Wir legen los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor unserem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven. Morgen Abend hier im wieder einmal ausverkauften Signal Iduna Park. Zur Pressekonferenz heute begrüße ich neben mir unseren Cheftrainer Edin Terzic und unseren Spieler Daniel Mahlen. Wir werden die Pressekonferenz auf Deutsch führen, haben einen Übersetzer dabei. Jelle wird für die holländischen Kollegen auf Holländisch übersetzen. Englische Fragen werden beide auf Englisch beantworten. Das war's von mir. Ihre Fragen bitte. Holländisches Fernsehen, nicht? Hallo Herr Terzic, aber es ist schön mit Daniel zu reden, nicht? Sprechen Sie Deutsch übrigens? Ein bisschen. Ein bisschen. Wollen Sie das in Holländisch, Englisch? Was wollen Sie? Nederlands graag. Nederlands, oké. Het ligt dicht bij elkaar. Niederländisch. Het ligt nah beieinander. Vom Hinspiel. Und wenn du daran denkst, dass 11 Meter ist nie ausgeschlossen. Wird das auch geübt? Jetzt liegt es nah beieinander. Das war ein spannendes Spiel das letzte Mal. Es hätte unsere Seite gehen können, werden gewinnen können und andere. Elfmeter wollen wir nicht dran denken, natürlich. Jeder hat gut geübt, denke ich. Sicher. Sicherlich. Ja, es geht um Details, nicht? In diesem Spiel. Immer. Es geht immer um Details, ja. Ja. Ich bin Journalist, Sie sind Trainer. Können Sie bitte ein Detail nennen, wovon Sie sagen, das ist wirklich wichtig? Es gibt so viele Dinge, an die man als Trainer denkt. Ein Detail ist, dass wir mit einem guten Gefühl in dieses Spiel morgen gehen. Und das haben wir uns erarbeitet durch eine gute Ausgangssituation im Hinspiel. Und trotzdem wissen wir, dass es morgen eine große Chance gibt. Und da wollen wir alles für tun, alles investieren, um mit Freude morgen in dieses Spiel reinzugehen. Und dann werden ganz viele Details dafür sorgen, dass wir einen tollen Abend erleben, gemeinsam mit unseren Fans. Und darauf freuen wir uns sehr. Jonas Ortmann für die Bild-Zeitung. Hallo zusammen. Edin, eine Frage an dich. Nico Schlotterbeck wird morgen gelb gesperrt fehlen. Daran anschließend eine zweigeteilte Frage. Bedeutet das dann eine Einsatzgarantie für Mats Hummels? Und wie hast du generell Mats in den letzten Wochen jetzt so erlebt, der ja dann das letzte Pflichtspiel von Anfang an in der Champions League auch gemacht hat, im Hinspiel, und in der Liga dann eher zuletzt außen vor war? Also wie habt ihr da mehr vielleicht miteinander gesprochen, weniger oder war irgendwas anders? Also erstens ist es richtig, dass Nico Schlotterbeck ausfällt und wir die Innenverteidigung umbauen müssen. Zweitens gibt es bei uns nicht einen einzigen Spieler mit einer Einsatzgarantie. Drittens, Mats hat eine große Chance, morgen von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Und das, weil er ein toller Spieler ist, der extrem wichtig für uns ist, das haben wir immer wieder betont. Und ja, natürlich war es keine leichte Zeit für ihn in den letzten Wochen, das dann zu akzeptieren, wenn der Trainer solche Entscheidungen trifft. Trotzdem haben wir uns immer ausgetauscht und besonders auch letzte Woche dann ein sehr langes und ausführliches Gespräch geführt. Aber das machen wir sehr häufig, sehr, sehr regelmäßig und deshalb ist das für uns kein Thema. Könnte ich da noch einmal konkret nachfragen? Langes Gespräch geführt, was heißt das? Also wann war das und was war da konkret Thema? Wenn ich gewollt hätte, dass du das alles weißt, dann hätte ich dich eingeladen. Es ist wichtig, also es ist nicht nur Mats, mit dem ich gesprochen habe. Donny, wie oft haben wir letzte Woche gesprochen? Zweimal? Ja. Wir sprechen sehr viel mit unseren Spielern, damit wir, so wie der Kollege aus Holland gesagt hat, uns auch um die Details kümmern. Und das funktioniert am besten, indem man viel miteinander spricht. Der Kollege hier vorne. National Marco Timmer aus Holland. Daniel, goeiedag. Heb je gemerkt wat Rafael van der Vaart over je gezegd heeft? Nee. Dat je de potentie hebt om de beste speler van de wereld te worden. Speler van de wereld te worden? Ja, oké. Du könntest der beste Spieler der Welt werden, hat Rafa van der Vaart gesagt. Du bist gut auf dem Weg, oder? Ja. Ich mache viele Tore und ich mache große Schritte, um dahin zu kommen. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Ich denke am Anfang ein spannendes Spiel, aber PSV kommt hierher und es ist nicht so einfach. Für uns ist auch wichtig, dass wir gut anfangen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ihr seid Favorit. Wir spielen ein Heimspiel. Ich denke schon. Vielen Dank. Danke. Der Kollege hier vorne.
Can you put the microphone on? Ik versta je wel hoor, meneer. Ja. Het seizoen redden, ja. Kan een seizoen redden, maar dat is groot woord. Maar Bundesliga zijn we niet oben en ook niet in de nähe van een spitsenplaats. In Champions League sehen wir, in welcher Gruppe wir kommen, dann ist es sehr gut, dass wir das gemacht haben. Aber wir müssen da einfach weitermachen. Guys, can you please put the microphones on? Ja. Okay, dus wat je zegt. Nach der Gruppenphase wollt ihr weitermachen, so weitermachen. Wenn das vergleicht mit der Bundesliga, ist die einzige realistische Chance für einen richtigen Preis zu gewinnen. Das stimmt. Ich bin eigentlich nicht. Champions League ist ein sehr schönes Turnier. Bundesliga ist für uns auch ganz wichtig. Wir müssen immer noch Schritte machen, um im Top 4 zu kommen. Um nach oben zu schauen. Man weiß ja nie, was passiert im Fußball. Beide Ligen sind ganz wichtig. Can we check the microphones, please? The podium as well? Test, test. Okay, so we don't have any. Axel? Hallo, hallo. Okay, it's not working. Then we have to do it with a bit louder voice. So, to be honest, guys, I'm sorry, we have to improve. So, let's start with the next question. Deutsch, Holländisch. Wir versuchen es etwas lauter zu machen und arbeiten dabei daran, dass wir die technischen Probleme beheben. Entschuldigung dafür. Patrick Berger für Sky. Englisch. Okay, Donny. Hallo. Donny, funktioniert mein Mikrofon? Ja, doch. Ab und zu. Donny, kannst du mir erzählen, was in letzter Zeit passiert ist? Hat sich was geändert in deinem Kopf? Oder wird da viel spekuliert, dass du vielleicht im Sommer weggehst? Oder, es gibt wird immer diskutiert, als Fußballspieler. Aber im Winter haben wir Pause, haben wir viel miteinander gesprochen, auch mit dem Coach. Ich muss mich auch verbessern noch. Ich habe schon ein paar Schritte gemacht in die Richtung. Aber das heißt nicht, dass es nur Glück ist. Wir müssen weitermachen. Thanks, Donny. Christian Wob für die Funke Mediengruppe. Wir arbeiten an Mikrofonen. Wir hoffen, wir können gleich weiterhelfen. I've been with Ian, I think, 2 or 3 times with the national team. Team gesprochen und hat etwas über Dortmund gesprochen. Als er gekommen ist, war ich ganz happy. Von da an, wenn man die gleiche Sprache spricht, spielt zusammen, man sieht sich jeden Tag, dann haben wir natürlich ist auch mein Freund, also der Marzen. Also ist ein schöner Junge. Wir machen nochmal ohne Mikro weiter, bitte. Manfred Sedelbauer von Sport 1.
Ja, das werden wir erst Ende Mai entscheiden können. Wichtig ist, dass wir die Chance morgen wahrnehmen, dass wir alles dafür investieren, uns dann für die letzten 8 Mannschaften in Europa in der Champions League zu qualifizieren. Und da war ein langer Weg, bis wir dann heute hier stehen können und diese Frage gestellt bekommen. Und trotzdem müssen wir die Antwort morgen geben. Die Antwort liegt auf dem Platz, nicht hier. Und deshalb geht es für uns darum, zu zeigen, dass unsere Saison noch lange nicht vorbei ist. Wir wissen, dass es die große Chance morgen Abend gibt. Wir wissen, dass es noch 9 Spiele in der Bundesliga gibt, die extrem wichtig für uns sind. Und ganz am Ende der Saison, dann wird man sich zusammensetzen und dann ein Fazit ziehen können. Katharina Küpper für Ruhr 24. Yes, sie spielen eine außergewöhnlich gute Saison. Ich finde, Peter macht mit seinem Trainerteam einen tollen Job. Sie haben eine tolle Mannschaft und sie sind voller Selbstvertrauen. Das haben sie sich hart erarbeitet durch gute Ergebnisse, durch viele Siege in der Liga. Und sie sind verdient im Achtelfinale der Champions League. Und sie sind ein Gegner, der es uns morgen nicht leicht machen wird. Aber Sie sind sich auch bewusst, dass es morgen für Sie keine leichte Aufgabe wird. Und dem wollen wir gerecht werden. Also es geht morgen darum, dass wir zeigen, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, dass wir in die nächste Runde einziehen wollen mit einer guten Leistung. Dafür brauchen wir jeden Einzelnen auf dem Platz. Dafür brauchen wir gute Einwechslung morgen. Und dafür brauchen wir auch die Unterstützung in unserem Stadion, um es dann halt auch für Sie nicht leicht zu machen, hier Fußball zu spielen und Ihre Art und Weise vom Fußball zu spielen. Und darauf bereiten wir uns vor. Aber noch mehr freuen wir uns darauf, das morgen dann zu zeigen. Einen Moment eben. Haben wir ein funktionierendes Test. Mikrofon? Nee, funktioniert auch nicht. Wir machen ohne Mikro weiter. Der Kollege hier vorne bitte einmal in der Mitte. PSV ist heel goed bezig. Ze zijn goed op weg. Ze hebben nog niet verloren, geloof ik. Dat heißt, voor mij is het zo schwierig te zien. Ik ken ook ganz viele Spieler van het team. Het is ook schön. Ik freue mich voor ze. Ik was daar, als ik 18 war. Bij PSV ben ik dan eerst in het team gekomen. Ik heb ganz veel Schritte gemacht dürfen. Ik heb een zeer warmes Gefühl bij PSV. Und für mich war das ein Auswärtsspiel war auch sehr speziell für mich, weil man ganz viele bekannte Gesichter sieht, die ich ganz lange nicht mehr gesehen hatte. Aus PSV ist schon in meinem Herzen. Habe schon mit dem Herzen geschlossen. Man muss auch sehen, ich kenne alle sehr. Man möchte natürlich auch für den Club, für jetzt spielen, möchte schon, dass man möchte schon gewinnen. Aber ich weiß auch, dass ich für die anderen PSV auch wichtig ist. Vielleicht würde ich mich nicht so doll zeigen, wenn ich ein Tor mache. Kollege hier vorne einmal. Ja. Goedemiddag, Daniel. Was zie je als Dag, Daniel. Was ist die größte Kraft für PSV? Ich denke, dass sie sehr gutes Kader haben. Sie haben ganz viele Spieler, die immer in Bas-Team spielen. Lück ist in sehr guter Form im Moment. Das ist eine große Gefahr. Als Team sieht man auch einen Spirit, den man auch haben muss, wenn man so wenig nicht verliert. Das passiert nicht so einfach. Joey Fehrmann wurde, was das letzte Spielrunde war, beste Spieler. Gesagt, wenn man gegen ihn spielt, was macht das schwierig, gegen ihn zu spielen? Joey ist ganz ruhig am Ball, hat keinen Überblick. Mit seiner Position kann er ein Spiel kontrollieren. Und vor allem für Angreifer ist es immer, muss Druck setzen. Wenn er gut zwischen den Linien steht, kann er es schneller machen, das Spiel. Das ist eine der Qualitäten, das verschnellen kann. Rafael van der Vaart hat was gesagt, dass er ein potenziell bester Spieler der Welt sein könnte. Hat aber auch was gesagt, Donja, vielleicht ist er ein bisschen faul. Hat dann nach dem Spiel in Eintracht auch gesagt, es war auffällig, dass er ist nicht ganz da mit dir, nicht jeden Tag. Wie siehst du so eine Bemerkung? Rafael kennt mich nicht so sehr gut. Er weiß nicht, wie ich auf der Bank sitze, was ich zu Hause mache, was ich dafür lasse. Also
auslasse. Ich sehe das auch als Kompliment. Das andere Stück muss man, das ist auch das Journalistik. Jeder hat eine Meinung, jeder kann etwas halten, aber er weiß nicht, was ich dafür alles lassen muss. Also, das ist eigentlich alles. Viel Spaß morgen. Danke. Der Kollege da vorne einmal. Yes. Our fans, very simple. You know, if you see it, it's a great building, but our fans are making it to a great stadium, and that's the most important. That we know that we can rely on the support, even though it was a tough season for our supporters. But we know that if we all stick together, if we all are brave, if we all are positive, and if our fans are loud, then it's much easier for us to perform well, and it's much easier and much harder for the opponent to perform well. And this is something that we're really looking forward to, but we also feel the responsibility to give something back, and that's our part of the story. We need to perform well, we need to prepare ourselves, we need to be brave, we need to be ready to show everybody that we are willing to step into the next round, and then we're going to get the most incredible support that you can imagine. Final question, Christian Wob von Funke. Ja, grundsätzlich habe ich jetzt in der letzten Zeit sehr viel niederländischen Fußball geguckt, weil wir uns vorbereitet haben auf die Spiele gegen Eindhoven. Ja, ich arbeite aktuell mit zwei Jungs zusammen, die in Holland ausgebildet wurden. Es gab in der Vergangenheit auch Spieler, die von uns nach Holland gewechselt sind und dann auch wiedergekommen sind. Trotzdem, man sieht jetzt, glaube ich, an der Stärke vom PSV, was holländischen Fußball oder niederländischen Fußball auszeichnet. Ein extrem gutes Flügelspiel, wo sie sehr viele gute Flügelspieler ausgebildet haben in den letzten Jahren, die in Deutschland ihre Fußstapfen hinterlassen haben, so dass wenn du auf Suche bist nach einem Flügelspieler, dann schickst du deine Scouts häufig auch mal entweder die Nationalmannschaft anschauen oder halt durch die Liga. Ja, und was geben uns Donny und Ian? Das sieht man, eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche technische Fähigkeit auf ihrer jeweiligen Position. Ich glaube, Ian hat früher auch mal ein bisschen offensiver gespielt als jetzt, aber das ist genau das, was für unser Spiel extrem wichtig war, dass wir mit Ian und mit Donny zwei Jungs bekommen haben, die uns dabei helfen, in engen Räumen enge Situationen gut zu gestalten, aufzulösen. Und ja, man sieht jetzt die Dynamik, die viele Flügelspieler aus Holland mitbringen. Die sitzt jetzt gerade auch neben mir. Die Schussgewalt, die Übersicht, die Donny hat, die Torgefahr. Und das ist etwas, was auffällig ist in der Vergangenheit und in der Historie der niederländischen Nationalmannschaft, wo sie auch gezielt hingearbeitet haben. Und ich glaube, das ist die größte Stärke. Aber wir wollen PSV jetzt nicht nur auf das Flügelspiel reduzieren. Wir wissen auch um die Stärke, die sie besonders im Zentrum dann auch haben, um sich die Räume zu öffnen, die Kopfballstärke, die sie vorne im Sturmzentrum haben. Das sind, glaube ich, auch Qualitätsmerkmale, die man jetzt in der Vergangenheit häufig von niederländischen Spielern in der Bundesliga gesehen hat. Sorry for the inconvenience. Thanks for your understanding and for your support. Danke Donny, danke Edin und danke euch. Danke well. Dankeschön.